Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr gerade gesehen habt, Demerl 1998 wollen wir heute anzocken. Ich bin schon sehr gespannt. Die ersten Bilder sahen richtig geil aus. Mir wurde das Spiel netterweise zur Verfügung gestellt, um mit euch zu spielen. Ich werde auch, also wie gesagt, das Video nehme ich jetzt, was haben wir heute? Den 24.04. um 12:40 Uhr nehme ich das auf. Und ich darf es halt erst zum 28. online stellen. Und am 28. abends wird auch dann natürlich gleich ist ein bisschen lautes Spiel, würde ich sagen, ne? Und so lassen wir alles laut. Oh, Language Deutsch. Deutsch. Subtitel on. Ach so, das ist bestimmt für die Subtitel nur. Schade. Ich spiele es jetzt gerade. Ich habe nämlich nicht geguckt, ob HDR an ist oder so. Ich muss mal schnell gucken. HDR ist aus. Also wurde nicht gesagt, dass hier HDR an ist oder irgendwas dergleichen. So. Wir haben auch nur die Helligkeit, die wir anpassen können. Vibration würde ich anhaben. Ziehempfindlichkeit 80%. Na, lass noch mal gucken, was da passiert. Oh, die lerne ich im Spiel. Oh, ich bin mal gespannt. Neues Spiel. Automatische Zielhilfe, das ist für den Anfang ganz gut. Ich muss erst mal gucken, wie es ist. Helligkeit. Ne, wir lassen mal auf 5, das soll ja. Untertitel wollen wir anlassen. Ich bin jetzt mal mega gespannt. Achso, ich habe ja noch mein Energy hier. Schön Appel. Nacht ein bisschen wenig geschlafen. All that matters on the chess board are good moves and the actions you take to achieve this result. What I do is bide in the shadows, where I can strategically exploit the most vulnerable pawns. But this time had to be different. This time, I had to involve my hand directly. But let's get things in the right order. So I began the first phase of my plan. Also vom Ausschlag her sieht das eigentlich ganz gut aus. Requesting the evacuation of all remaining personnel. Aber teilweise sieht so aus, als wenn das Spiel mehr hat als ich. Emergency. Please respond, anyone, please.
My name is Rebecca Jordan. I'm a doctor at the Aegis Medical Facility on the North Ball Islands. We have a problem of some magnitude here. Sollte was besser sein. There's a situation in the building that requires... There's been a terrible mishap. I think we've been exposed to some kind of gas, a corrosive agent that latches onto the lungs, warping people outside. Can anyone hear me? Okay. That transmission was the last communication out of Aegis's laboratory 12 hours ago. The latest mission parameters are courtesy of our friends over at the DOD. Wer sind wir jetzt? It seems the corrosive agent in question is actually the same experimental gas. Erinnert mich so eine Mischung aus Resident Evil und Metal Gear irgendwie. Also die ganze Aufmachung bis jetzt. Die Zombies Resident Evil und so und wie so verbaut ist und jetzt Helikopter und mit dem im Arm drin gucken. Erinnert mich an Medieval. Ah. Metal Gear Solid. Down first. Just shut the fuck up, Leaf. Goddamn motorboat. Die Lippen sind nicht ganz synchron. Don't let him get to you, kid. That shepherd squawks at anyone with a bigger stick. Which is pretty much everyone. Die Gesichtszüge von ihm finde ich ein bisschen hart. Back in room in 94. Thanks, Hayden. Understood, Major. Get it. I mean, I don't know. Maybe I should just let the past go. Romero Fort Gulf, this is HQ. We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island. You should be within visual range of Aegis at any moment. Over. HQ, this is Sandman Ashford. In descent for November Foxtrot India. Standing by for mission go. Sandman Ashford, this is HQ. You are mission go. Authentication Echo Gulf 394 at time 0227 Zulu. Out. We're mission go. Roger that. Comms clear. En route to primary objective. Over and out. Nicht wundern, wenn ihr komische Geräusche hört, so Bimmeln oder so, das ist der Kater, der spielt gerade auf dem Kratzbaum. Also Triple
es nicht. Das sieht man ja in den Gesichtern und so, aber. Also das Feeling kommt gut rüber. Oh, hier soll ja was abgeplatziert hat das. Und mit dem Licht? Das sieht da ganz gut aus. Sandman to Agent Leaf. Judging from the fragments of video we pulled from surveillance, it appears that several tanks labeled CSR-3 have already been attached to the main hoisting unit. I'll say I'll stand by at the main doors to the freight elevator. Over. Liev here. Copy that. Objective confirmed. Looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area. There are also sure signs of a firefight and explosive residue. Proceeding with the mission. Over. It's about time you guys got here. You're with emergency response, right? That's right, Agent Liev. How's the leg? Oh, it hurts like hell. But I'll be all right. Can't move very far, though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Anyway, I'll be waiting here. I just need to rest my eyes a little. Ich wollte ihm halt nur den Schmerz ersparen. Weil ich weiß ja nicht, ob wir ihn retten können, also. Bei Resident Evil können wir ja mal so eine Leute nicht töten, weil die Videosequenz dann immer endet, dann sind die schon wieder weg und so. Up to Mission Control, Sandman. I made contact with an Aegis worker. I followed the protocol. I'm now heading to the control room to begin loading procedures. Over. Copy that. This all brings back memories from 94. Especially that day when you opened fire on all those poor, innocent people. Or what was left of them. Don't you remember? Orders are orders, Major. And those innocent people weren't exactly civilians. When you finally get your ass out of that chopper and onto the battlefield, we'll talk about it. Proceeding to objective. Over. Mhm. Ich muss drehen. Also Rennen habe ich bis jetzt hier noch nicht gefunden. Ah, doch hier. L1. Someone must have had a lot of fun down here.
Mit dem Greifen könnte noch ein bisschen genauer sein. Also ich muss teilweise nah rangehen. Wenn man die Tür aufmacht und man sieht, da ist was, das wäre schon gut, wenn man dann gleich X drücken könnte und das nehmen könnte. Hier, da muss ich erst wieder rangehen. Mausi? Wie holten die? Guck mal, wo Mausi ist, die jault gerade. Was? Auf dem Bett. Toll. So. Ach, jetzt habe ich mein Handy ja nicht bei. Mist. Wollen wir den Editor öffnen? Wir sollen. Aha, sollen wir öffnen. Muss ja irgendwo da. Drückt sein SR. SR, dann kommt nochmal SR. Dann kommt SS. Dann kommt. Also ich gehe von oben nach unten lang. Das unter SS, ja. Minimal höher, LA. CR und CA.
zuerst und dann kommt CA. Okay. Ach Quatsch, falsche. Ja, CA brauchen wir auf jeden Fall, aber wir gehen erstmal von unten an. Ja. Da hier. Ja. SR. Ach so, meinen Sie vielleicht. Ja, meinen Sie damit den Safe Room? Server rum oder meinen Sie den Security rum? Kann ich mal nachgucken. Also, ich glaube, zwei verschiedene, was Sie meinen. Ich meine, glaube ich, Server und. Okay. Dann lassen wir das einfach nochmal. So. Haben wir noch SS. Finde ich hier nicht. Doch, hier oben. Da. Dann LA. LA. So, eins ja, was ist das? CR und CA. CR. Ja. Also bis jetzt, außer dass es Englisch ist, ist es geil. Thank you.
Wenn wir den umfallen, dann könnten wir ein bisschen besser sein. Der schießt den ab, der fällt nicht um wie ein Samstag. Der sieht aus eher, als wenn er sich hinlegt. There's something down below. It looks like a huge submarine with markings that resemble biohazard symbols. And could the flag really be Japanese? Focus on the mission, Agent. I don't care what titter-ridden cow curdles the milk those pasteurizing big shots call us in to mop up. Time is running out. Get your ass on the objective. Over. Oh. Alter, was hältst du denn aus? Hat er nur noch 2-3 Schuss? Scheiße. Ich hab zu wenig Munition. Scheiße, komm mehr.
ist doch eine 9 mm. Wieso muss ich denn so machen? Also ich muss nicht nur meine Waffe, die Munition finden, ich muss hier hoch. Die Magazine voll machen. Gut zu wissen, aber vorher hättet mehr gebracht. Beschaffen.
Kommandantur. Wie geht denn dieses hier? Irgendwo hier so ein Ding rein, um die hochzustellen, hochzupumpen. So ein Ding haben wir uns ja angezeigt. Also muss ich ja irgendwo. Da ist es. Lief to Mission Control. Elvis has left the building. Understood. We'll take it from here, Agent. If the weather gets any worse, we might experience calm interference. Proceed to your next objective. Emergency channel open. Over. Oh, was haben wir denn da? 1 von... Ah, okay, 1 von 3. Also muss unten auch so ein Ding sein, wo... Anjang ist das Glas. Also das Radio oder Funkgerät. Reicht nicht, wir müssen beten. Also ich brauche heute einen Rat. Thank you.
von da sind wir gekommen. To do with the chamber's cooling system.
15:10. Thank you.
Da muss ich auf jeden Fall nochmal durchlesen, wie wir das hinkriegen. Wir sind ja schon wieder fast eine Stunde mit bei. Minus 15. Ach, hier steht da. Hier. 2 muss minus 15. Habe ich ja nicht gesehen. Nee. Ja, nicht drauf geachtet. Ich habe ja das, was ich eingestellt habe. Nee, 1 minus 15, 2. 2, 20 Grad. Minus 15 und 20. Eins. Und 2 war 20 Grad. Ja, 1 ist minus 15, ist jetzt grün, 2 ist 20 Grad, ist auch grün, 4 ist auch okay. 5 Grad. 3 soll 5 Grad haben. Und 4. 0. 4, 0, 3, 5. 4, 0, 3, 5. 4, 0, 3, 5. Haben wir doch. Ah, jetzt. Der scheint was hartnäckiger zu sein.
das kann ich nicht nehmen. Ich bin tot. Warum hat er nicht geschossen? Ich habe doch... Geht doch. To mission control. PLX-731 sample secured. En route to second helipad for extraction. Do you copy? Good job, Agent. But I'm afraid I have some bad news. The objective of this operation has been updated. Agent Krycek and Wes have disappeared, and until they've been found, we can't allow you to leave the building. Your new objective is to complete the mission of the Epsilon team and download all the research data on your DID. Glaze confirmed status update. Over. New objective confirmed. On my way. Over. Sure. I'm just a war dog, after all. Oh, ich habe den Kopf weggeschossen.
shot at me. I think I heard it. Proceed with extreme caution. It is armed and dangerous. Crane, can you hear me? Crane! Oh. Also packend ist es, definitiv. Also ein bisschen an der Steuerung könnte man noch drehen, dass ich halt wegen dem Schrank aufmache, auch gleichzeitig das rausnehmen kann, was aus dem Schrank ist und nicht extra nochmal nach rangehen muss. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. AAA-Titel. Ein bisschen kantig ist die Grafik teilweise noch, aber an sich ist es geil gemacht. All systems active. Aha. All systems down. Shit. I absolutely have to recover those samples somehow. Sandman, do you copy? I found West's body. Looks like he was shot to death. No sign of Krychek yet. Can you hear me? Can you hear me? Oh, God damn this cock-sucking storm! Da war ich zuvor eigentlich, ich habe gedacht. You are one ugly motherfucker. Ist das eine Anlehnung an Resident Evil mit dem Pflanzen oder nur Pflanze, weil es Büro ist? Mit den Bildern hat das irgendwas auf sich. Ah, hier noch mehr Bilder.
private office of the Founder. From here, I should be able to restore system passwords. Ich sehe mal, dass ich wieder Viereck drücken kann. So, jetzt haben wir die Magazine voll gemacht. Da oben. Dann habe ich unten aber garantiert noch irgendwo ins vergessen. Ich glaube, ich habe es im großen Raum auch gehört. Ohne Anlehnung an Resident Evil hier. Mit der Schreibmaschine. Wie lange? Oh, wir sind schon bei 1,16. Ey, Leute, nicht mal was. So lange wollte ich gar nicht machen. Wollte ja nur anzocken mit euch. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Und gehen ins Hauptmenü. Gucken wir mal, ob wir durch die Extras. Ah, hier, seht ihr? Ja, ich wusste, da vorne war noch einer. Unser einer fehlt uns noch. Nebst da auch wieder irgendwelche Sachen, die wir machen kriegen, denke ich mal. Also ich finde es geil gemacht. Ist jetzt natürlich jetzt mit den großen Firmen jetzt nicht so vergleichen, aber die Sicht da fand ich im Video ein bisschen kantig. Aber die Steuerung an sich ist sehr gut. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass es hier im Gegensatz zu anderen Spielen anders ist. Man hat halt nicht nur sein Magazin, was dann halt automatisch immer wieder neue Patronen drin kommt. Nein, du musst erst im Menü die Patronen ins Magazin machen. Und dann kann der die auch wechseln. Und wenn wir dann nur leere Magazine drin haben, A-Karte, beziehungsweise er lässt ja die Magazine, wenn man wechselt, auch fallen. Also die müsste man dann eigentlich auch mehr mitnehmen, damit man sie wieder bestücken kann. Finde ich so an sich echt eine geile Idee. Man muss sich dann aber darauf einstellen und das wird dann dadurch ein bisschen länger dauert, weil man muss in einer ruhigen Sekunde mal irgendwo sich in die Ecke stellen und seine Magazine nachfüllen. Wie gesagt, Steuerung finde ich ganz okay. Das Einzige, was mich hier gestört hat, mit, wenn man an den Schrank rangeht und X drückt, dass der Schrank dann aufgeht, dass man dann nochmal rangehen muss, um das aus dem Schrank rauszunehmen. Das ist halt, das, wenn das noch weg wäre, das, aber wie gesagt, ich habe noch nicht mal den Day One Patch drauf. Ich weiß auch nicht, ob es Trophäen hat. Wir können ja gerne mal nachgucken.
Es kann auch sein, dass er mir Trophäen jetzt gar nicht anzeigt, weil das ja offiziell noch nicht. Doch, ist da. So, gucken wir mal nach. Es hat auch Platin. Schließe das Spiel in 4 Stunden ab. Also man sollte in 4 Stunden, das ist ja stark an Resident Evil angelehnt. Okay, also man soll einen im Spiel finden, das kann man sich später immer noch angucken. Also so an sich, vom Feeling her, finde ich es echt geil. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen und Träumchen. Wie gesagt, heute Abend, 20:15, werden wir auf Twitch weitermachen. Also, das werde ich auf Twitch auch nochmal sagen den Leuten, damit die heute hier dieses Video gucken müssen, weil wir gehen nahtlos über. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Odin_Ase heiße ich bei Twitch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend alle wiedersehen. Bis dahin, ahoi. Das ist euer Odin. Achso, ich lade jetzt so hoch, wie ich aufgenommen habe, unkomprimiert. Ich spiele auf der PS4 in 4K, ohne HDR. HDR hat das Spiel nicht, aber in 4K, die PlayStation rendert das halt sozusagen hoch. Ich werde hier kein Intro, kein Outro, kein gar nichts machen. Reines Gameplay-Material, ungeschnitten, mit einer sehr hohen Bitrate, also mit einer Videobitrate, hochladen, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, was ich hier vor mir sehe. Ja, also, aber jetzt ist wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.